Großbritannien setzt jetzt auch voll auf Überwachung und Kontrolle. Und Sie sehen es, ja, die Menschen sind trotzdem gut drauf. Ja, jetzt erfährt man Neues, denn Sie sehen, im Hintergrund tut sich einiges, da fahren Limousinen vor. Ja, hier war die Freude über diese neuesten Entwicklungen natürlich riesig. Die Erleichterung, die steht den Menschen hier tatsächlich ins Gesicht geschrieben. Immer wieder bricht Jubel aus. Eine Brücke wie diese sei nicht für solche Belastungen ausgelegt gewesen. Wir stehen hier direkt in der roten Gefahrenzone. Über mir die Brücke. Wir sehen hier, wie der Brückenpfeiler, der noch intakt ist, direkt an das Wohnhaus angebaut ist. Die sozialistische Regierung in Spanien fährt hier einen toleranteren Kurs gegenüber Flüchtlingen. Zumindest auf seine Fans in Deutschland kann sich Erdogan verlassen. Kritiker behaupten, Erdogan wolle damit das Verbot für Großkundgebungen umgehen. Zumindest dieser erste Tag heute in Israel für Sebastian Kurz war eine richtige Charmoffensive. Bezeichnet ist, dass Kurz bei dieser Reise kein Palästinenservertreter treffen wird, anders als bei seinen Reisen als Außenminister.